Russland erhielt seinen dritten Friedensnobelpreisträger. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Im Jahre 1975 erhielt Andrei Sacharow den Friedensnobelpreis. Im Jahre 1990 Michail Gorbatschow. Im Jahre 2021 Dmitri Muratow. Dass Muratow den Friedensnobelpreis bekommen hat, mag überrascht haben. Aber dass ein Russe einen Nobelpreis bekommt, ist eigentlich keine Überraschung. Insgesamt gibt es 20 Nobelpreisträger, die aus Russland kommen, respektive der ehemaligen Sowjetunion. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass das Komitee auch einem Russen diesen Preis zuerkennt, obwohl im Rahmen der Sanktionspolitik ja etwas anderes angebracht gewesen wäre. Aber mit der Preisverleihung zeigt das Nobelkomitee, dass es politisch unabhängig ist. Oder? Mich erreichte mal wieder eine Zuschrift. Hallo Herr Niemeyer, ich verfolge Ihre Beiträge auf YouTube mit großem Interesse. Ich komme aus Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, werde demnächst 60 Jahre. Ich habe eine Frage. Den Friedensnobelpreis haben aktuell Maria Ressa und Dmitri Muratow erhalten. Ich wüsste dazu gern Ihre Einschätzung. Wer sind die beiden überhaupt? Ich kann mir vorstellen, dass das auch andere Leute interessieren könnte. Eigentlich hatte ich nicht die Absicht, zu diesem Thema einen Beitrag zu schreiben. Der Friedensnobelpreis hat sich in meinen Augen über die Maßen politisiert und diskreditiert, so dass er an Wert, wirklicher Wertschätzung und Aussagekraft für mich verloren hat. Wozu also darüber berichten? Wenn man aber ein wenig nachdenkt und zu gewissen Schlussfolgerungen kommt, wächst doch der Wunsch, sich anderen mitzuteilen, Zustimmung zu bekommen oder aber handfeste Argumente, die meine Ansichten entkräften. Das Nobelpreiskomitee hat sich nicht entschlossen, den Friedensnobelpreis einem Herrn Nawalny oder einer Svetlana Tichanowskaja zu verleihen. Wäre dies geschehen, hätte sich das Nobelkomitee als politisiertes und abhängiges Element in der Welt selbst in den Augen derjenigen, die mit Amerika in einem Bett schlafen, diskreditiert. Es wäre zu offensichtlich. Der Preis ging an irgendeinen Dmitri Muratow, Chefredakteur und Mitbegründer der Novaya Gazeta. Viele kennen die Novaya Gazeta, insbesondere auch deshalb, weil die Journalistin Politkovskaya hier gearbeitet hat. Aber wer kannte schon Dmitri Muratow? In der russischen professionellen Mediawelt ist er natürlich bekannt. Der Chef von Echo Moskwy, Alexei Venediktov, der in der ganzen russischen Gesellschaft bekannt ist, war einer der Ersten, der Muratow gratulierte. Interessant die Worte des Mannes, der mit Putin direkt konfrontiert. Er bezeichnete die Auszeichnung als Sieg für die Meinungsfreiheit in Russland und als Anerkennung, dass es in Russland Meinungsfreiheit und unabhängigen Journalismus gibt. Erstaunlich. Diese Worte aus dem Mund des oppositionellen Medienmagnaten Venediktov zu hören, wo doch der demokratische Westen immer wieder bestreitet, dass es Medienfreiheit und unabhängigen Journalismus in Russland gibt. Gratuliert haben natürlich auch der russische Präsident, die russische Regierung, der russische Journalistenverband. Der Sprecher des russischen Premierministers Mischustin akzentuierte auf die Professionalität, die menschlichen Qualitäten und die Überzeugungstreue von Muratow. Alles Eigenschaften, die wohl bei vielen anderen sogenannten Oppositionellen in Russland nicht oder nicht komplett
zu finden sind. Michail Gorbatschow, dessen Meinung in Russland an sich niemanden wirklich so richtig interessiert, beglückwünschte Muratow auch und meinte, dass dieser die Bedeutung der Presse in der modernen Welt auf eine neue Höhe gestellt hat. Interessant, dass es gerade ein russischer Journalist in Russland sein soll, der die weltweiten Medien zu neuen Höhen führt. Ich erinnere nochmals, dass doch Russland medial unfrei ist. So sagt es doch die westliche Welt. Und diese unfreien Medien führen die Weltmedien zu neuen Höhen. Eine sehr interessante Sicht des Friedensnobelpreisträgers Gorbatschow. Der Friedensnobelpreis ist mit einer Prämie verbunden. Muratow hat bereits verkündet, dass er einen Teil des Geldes für die Behandlung von kranken Kindern spenden wird. Einen weiteren Teil will er für die Lösung von Problemen des Journalismus verwenden. Muratow könnte das Geld natürlich auch verwenden, um seine Wohnung zu renovieren oder eine Urlaubsreise zu machen. Aber er entschied anders. Was man unter Lösung von Problemen des Journalismus verstehen soll, bleibt offen. Man kann Kugelschreiber oder Computer kaufen, kann aber auch Kopter kaufen, um neue Schlösser in Russland aus luftigen Höhen zu filmen. Einige in Russland befürchten, dass das russische Justizministerium nun Untersuchungen einleiten könnte, um Muratow, aber auch die Novaya Gazeta, den Status ausländischer Agent zuzuerkennen. Denn immerhin beschäftigen sich beide mit Politik und erhalten Geld aus dem Ausland. Rein sachlich ist der Fakt erfüllt. Vielleicht hofft man aber auch im Westen auf genau diesen Effekt. Tritt er ein, so ist das Geschrei natürlich groß. Friedensnobelpreisträger zum ausländischen Agenten erklärt. Tritt er nicht ein, wovon ich jetzt ganz einfach mal ausgehe, so kann man im Westen zukünftig damit argumentieren, dass Russland Doppelmoral zeige und subjektiv bei der Einstufung der ausländischen Agenten vorgeht. Somit ist klar, egal was Russland in diesem Fall tut, es ist falsch. Und damit ist Russland mal wieder schuld. Somit ist ein Motiv, weshalb Muratow zum neuen Friedensnobelpreisträger durch das unabhängige Nobelkomitee berufen wurde, klar. Persönlich habe ich den Eindruck, als ob Muratow zu den gemäßigten Oppositionellen gehört. Der Sprecher des russischen Premierministers umschrieb diesen Fakt mit den Worten menschliche Qualitäten und Überzeugungstreue. Er hat sich also nicht so diskreditiert wie ein Nawalny oder andere ganz offensichtlich gelenkte russische Menschenrechtler. Gedanken muss man sich machen, ob dieser Mann zukünftig missbraucht werden könnte, denn immerhin ist er Friedensnobelpreisträger in Russland und besetzt ab dem heutigen Tag eine herausragende Position in der russischen Gesellschaft. Das verpflichtet ihn, seinen bisherigen Stil fortzusetzen, also kritisch, oppositionell die Entwicklung der Gesellschaft zu begleiten. Sicher werden sich neue Freunde finden, aber auch alte Bekannte, die mit ihm Gespräche führen und Gedanken austauschen und ihn dabei vielleicht in eine Richtung führen, die für Russland neue gesellschaftliche Probleme bringen könnte. Gegen einen Friedensnobelpreisträger vorzugehen, wenn dieser Gesetze verletzt, wäre natürlich ein gefundenes Fressen für die westlichen Demokratien. Deshalb ist es sicher angebracht, genau zu schauen, wie sich seine Tätigkeit jetzt entwickeln wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.